So, Freunde, hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem Video, zu diesem kleinen Informationsvideo und eher, naja, sagen wir mal, zum Teil auch ein Fragezeichen-Video, ja. Und zwar ist mir in den letzten Tagen ein bisschen was aufgefallen, wenn nicht sogar in den letzten Wochen. Bevor ich jetzt sozusagen irgendwie zu einer etwas experimentellen Neuerung, sage ich mal, oder Test übergehe, will ich erstmal noch etwas loswerden am Anfang. Und wie ihr ja seht hier, bin ich ja hier am Anfang auf meinem Kanal, ja. Und wir haben ja schon einiges drauf, ja, sage ich mal. Und wir haben auch schon einiges zusammen gemacht. Wir haben zusammen gelitten, zusammen getextet, zusammen gelacht, ja. Und auch für einige Sachen bin ich euch natürlich auch dankbar, ja. Zum Beispiel für die Spenden, damit ich mir das neue Netzteil holen konnte, ja. Bin ich allen dankbar, sage ich mal. Und auch für jedes Abo, ja, bin ich dankbar. Aber, ein ganz großes Aber. Mir ist in den letzten Tagen, wenn nicht sogar Wochen, aufgefallen, jedes Mal, wenn mich jemand abonniert hat und mit der Argumentation kam, ja, na, du bist voll sympathisch, ich werde mal öfters reingucken. Das habe ich jetzt einfach mal so objektiv jetzt so vor mir, ja. Jetzt nicht nur explizit auf diesen Text festsetzen, sondern das war jetzt nur ein Beispiel, ja. Und mir ist aufgefallen, so gut wie jeder, der den Text oder so ähnlichen Text von sich gegeben hat und mich abonniert hat, hat in den letzten Tagen, wenn nicht sogar Wochen, gar nicht mehr reingeschaut. Überhaupt nicht, ja. Leute, falls ihr das vielleicht auch offline seht oder also euch später anseht oder vielleicht keine Zeit habt oder was auch immer, dagegen sagt keiner was, ja. Ich meine, wenn Livestreams kommt, da kann man nicht immer da sein, ja, das geht nun mal nicht. Man hat auch noch ein bisschen Real Life, ein bisschen Privatleben, ja, das sehe ich alles ein, dagegen sage ich nichts, ja. Aber ihr gebt auch überhaupt keinen Mucks von euch, ja. Nix, null, nada. Und ich weiß nicht, ob ihr noch existent seid oder schon gar nicht mehr zuguckt, ja. Ich meine, ich kann das nur rausfiltern, indem ich bei Streamlabs hier, ja, auf Currency gehe. Hier sind ja meine ganzen Leute. Das ist jetzt gerade auf Twitch umgestellt. Warum, das werdet ihr dann auch gleich noch erfahren. Das kommt später noch. Dann kann ich hier sozusagen Rechtsklick machen bei denjenigen. Oder allgemein Rechtsklick, ja. Kann das bearbeiten, ja. Und ich müsste es auch mal anschalten. Kann ich hier zum Beispiel einstellen, dass inaktive User, also die zum Beispiel, kann ich einstellen, die jetzt eine Woche inaktiv waren, entfernt werden. Und das habe ich mal vor gestern mal gemacht. Ja, und da sind ziemlich viele rausgefallen. Ziemlich viele. Ja, und einige waren dann halt aber auch immer noch drin. Da sage ich jetzt auch nichts, ja. Aber die noch drin waren, die gucken jetzt nun ja auch nicht wirklich auf. Das sieht eher für mich aus, so nach dem Motto, weil ich sehe das. Ich sehe das, wie lange wer drin ist und wie lange und wie viele Stunden wer schon drauf hat. Und bei vielen sind es wirklich nur ein paar Minuten, ja. Die mich aber schon vor Wochen abonniert haben. Und da denke ich mir so, warum abonniert ihr mich dann, wenn ihr sowieso nicht aktiv reinschaut, auf keinster Weise, ja. Ich meine, gut, ich kann jetzt nur das sehen, die Zeit, die nur live ist, kann ich sehen, wie lange wer mein Livestreams dabei war. Alles, was in den bereits hochgeladenen Videos ist, das wird hier nicht eingetragen, das wird hier nicht aufgeführt, ja. Dagegen kann ich jetzt auch nichts sagen, ja. Aber im Endeffekt muss ich noch dazu sagen, ich finde das trotz allem scheiße, dass ihr einfach keinen Mucks von euch gibt, ja. Ich versuche mir die größte Mühe zu machen, euch entgegenzukommen, euch zu unterhalten und irgendwie kommt da nichts zurück, ja. Meine, mir würde schon ein Kommentar reichen, ja, sag ich mal, ein Kommentar unter dem Video, ja, auch wenn es kein Livestream mehr ist, aber man kann ja trotzdem drunter kommentieren, ich meine, es tut ja nicht weh, ja, man kann mir Feedback geben, was könnte ich besser machen, oder was könnte ich für ein anderes Projekt machen, ja, was, also jetzt, ja, spielmäßig jetzt, was könnte ich ein anderes spielen, Vorschläge, ja, ich bin für alles offen, ja. Ob es dann natürlich umgesetzt wird oder genauso umgesetzt wird, ist ja dann noch eine andere Geschichte. Darüber kann man ja diskutieren. Dafür ist es ja da. Dafür mache ich ja die Streams. Alter, ich streame ja nicht nur, weil ich Bock habe zu zocken und euch live zu unterhalten, sondern weil ich mich mit euch verknüpfen will, ja.
Ich will eine Community aufbauen, mit der ich etwas zusammen machen kann. Ja? Meine Let's Plays kann jeder. Aufnehmen, dumm rumquatschen, fertig hochladen, das kann jeder. Ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen grob erklärt, aber so im Endeffekt ist es ja. Ja? Was ich aber jetzt sozusagen meine, ich bin hauptsächlich Streamer, ja, und ich finde das halt ziemlich blöd. Auch die Likes sind auch ziemlich runtergegangen. Es sind wirklich nur noch zwei, maximal vier. Maximal vier. Früher waren es wirklich mehr. Wo kann man jetzt gucken hier? Moment, wo haben wir wirklich viele Likes? Müssen wir am besten ein Video suchen hier. Zum Beispiel Need for Speed. Moment, da mache ich mal einen Ton aus. Hier, 9 Likes habe ich hier. Ja, hier haben wir 9 Likes. Dann gehen wir mal noch ein paar Videos weiter. Ja. Hier habe ich 5 Likes, ja, wieder dann gesunken. Jetzt Castlevania, nur 2 Likes, nur 2. Warum? Verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, ja. Kann mir das mal einer erklären? Jo, dann habe ich gestern Metroid RDM im Hard Mode angefangen. Ich meine, Hard Mode ist wirklich Hard Mode, das ist krass, ja. Ich meine, gut, nicht jedem gefällt das Spiel, das ist ja auch wieder eine Sache für sich. Aber hier habe ich zum Beispiel nur einen Daumen nach oben. Aber 11 Aufrufe, frage ich mich, wer diese 11 Leute sind. Also unter anderem 1, 2, 3 Leute kann ich mir vorstellen, wer das ist. Aber es liked keiner mehr, nichts, null, nada. Ja, ich meine, das betrifft jetzt auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sage ich mal, oder kooperativ zusammenarbeite, sage ich mal, ja. Das betrifft euch jetzt auch. Weil, ich meine, ich komme zu euch auch immer rein, auch wenn ich nicht immer aktiv reinschaue, ja. Also was heißt aktiv reinschaue? Nicht den ganzen Tag oder die ganze Stream über reinschaue. Aber ein Like setze ich trotz allem immer. Bei Shorty mache ich immer ein Like. Bei Endstream TV mache ich immer ein Like, auch wenn ich gerade keine Zeit habe, mir das Video anzugucken. Ja, ich setze trotzdem ein Like. Verstehe ich nicht, warum ihr das nicht auch auf der Reihe kriegt, ja. Das ist jetzt nur eine Frage. Das, wie gesagt, das ist kein Zwang oder so. Das ist halt aber auch immer ein bisschen blöd. Wo bleibt da die gegenseitige Unterstützung, ja? So. Das war jetzt mal ein bisschen explizit auf meine Partner gerichtet. Sag ich mal. Aber auch allgemein gesehen ist das extrem runtergegangen. Leute, wenn ihr keine Zeit mehr habt dafür oder einfach keinen Bock mehr habt, mir aktiv zuzuschauen, weil ich einfach zu langweilig für euch bin, dann tut mich doch einfach deabonnieren. Wisst ihr? Und sowas, ja. Weil das bringt nichts, wenn ich hier tausende von Abos habe. Ja, tausende von Abos, aber nur 2, 3 Leute aktiv werden. Das bringt nichts. Bringt mir nichts, ja. Deswegen empfehle ich euch, deabonniert mich, wenn ihr definitiv wisst, ihr schaut mich nicht mehr, ja. Ihr habt keinen Bock mehr auf mich oder sonst was, ja. So. Das war's jetzt so von meiner Seite, von dieser Seite, die mich ein bisschen geärgert hat, ja. Die auch Fragezeichen auf mich gesetzt hat. Jetzt noch ein Information nachrangig. Ich weiß nicht, ob ich das heute schon machen kann, aber ich habe experimentell vor, mal den Streamcast zu wechseln. Also die Seite, die Server, also sozusagen, ihr wisst schon, wie ich es meine. Und zwar möchte ich mal von YouTube eine Woche lang weg, ja. Und möchte, wie ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt habt, zu Twitch übergehen. Ja? Eine Woche lang, nur experimentell, möchte ich das mal ausprobieren. Einfach nur, um mal zu gucken, wie sind da die Aufrufe? Wie sind da die Leute, die aktiv reinkommen? Und vielleicht auch aktiv mitwirken. Ja? Tue ich das dann mal vergleichen mit YouTube mit den letzten Wochen. In den letzten Wochen war es ja nun wirklich nicht pralle. Ja, da ist immer geschwankt zwischen 2, 3, 4, 0. 2, 3, 4, 0. Hauptsächlich immer 0. Ja, oder einer. So, und deswegen möchte ich das mal vergleichen, was sich mehr rendiert. Da ich ja Streamer bin, bin ich sowieso so gut wie immer live. Ja, und da ist Twitch eigentlich am besten dafür geeignet. Ja, deswegen möchte ich das experimentell mal ausprobieren. Ich denke mal, ich werde auch heute schon damit anfangen. Ich habe heute schon einige Einstellungen gemacht, die dafür notwendig sind, damit ich halt so mehr oder weniger was machen kann. Ich habe ja auch schon meine Chatbox und sowas alles eingestellt, ne? Ja, ich schreibe jetzt einfach mal einen Text rein hier, so wie: Hallo, hier testet der Megax. Ja, der Megax, die Chatbox. Ja, so, zack. Bumm. Ja, taucht unten rechts auf, ja, so wie es sein muss. Mach's mal kurz größer hier. Ja, das sieht man auf jeden Fall. Ist auch durchsichtig, ja. So.
So, das war's von einer Seite. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen bearbeitet hier. Ja, wenn ich werde natürlich, während ich dann auch auf Twitch bin, die Livestreams aufzeichnen und werde sie dann auf YouTube hochladen. Ja. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass er jetzt einfach nur warten braucht, bis ich die Aufzeichnung hochgeladen habe. Weil das ist scheiße. Wenn ihr Zeit habt und ihr seht gerade, dass ich live bin, dann kommt einfach mal rüber geschnipst, ja. Eine Verknüpfung zu Twitch müsste ich eigentlich hier noch drin haben. Wenn ich sie nicht gelöscht habe. Doch, habe ich gelöscht. Okay, dann ändern wir das jetzt einfach mal ganz schnell. Ratzifatze, ja. Tue ich die Verknüpfung jetzt wieder einfügen. Ja. Dass er dann auch zu Twitch rüberkommt. Aber das, wenn ihr bald schon einen Twitch-Account habt, dann tut ihr einen kleinen Follow setzen. Wenn ihr aktiv bleiben wollt. Ja, wenn ihr mir aktiv zuschauen wollt. Ja, nicht hier gleich wieder, oh, alle rüberspringen, alle einen Haufen Follows machen. Und dann guckt er nicht zu. Will ich nicht. Ihr sollt nur ein Follow machen, wenn ihr wirklich wisst, oh ja, den gucke ich jetzt aktiv zu. Ja? Was anderes, mehr verlange ich doch gar nicht. Das ist, ja, scheiße, wie ändert man das hier nochmal? Weiß ich nicht mehr. Das werde ich auf jeden Fall ändern, ja. Das ist, wie gesagt, so meine kleine Veränderung, die ich mal reinbringen möchte. Ja, was ich auch noch dazu argumentieren will, ich habe des Öfteren mal auch angeboten zu sagen, hier Leute, was kann ich noch streamen? Was würdet ihr denn gerne sehen? Ich habe das bestimmt schon mehr als ein, zwei Mal gemacht. Diese Anfragen. Und auch wo Leute dabei waren, ja. Das Problem ist, es hat bloß nie einer wirklich die Schnauze aufgekriegt, ja. Natürlich muss mir das Spiel auch gefallen, ja. Es muss natürlich auch Spaß machen. Ich meine, ich bin auch natürlich offen für Neues, für Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, ja. Da, kein Problem. Ich meine, seht ihr ja, ich habe Spider-Man gestreamt, Blind, ja. Ich meine, so eine Art von Spiel habe ich schon mal gespielt, aber dieser Titel war bloß halt neu für mich, ja. So. Und ich sag mal, ich würde es halt auch echt begrüßen, wenn ihr auch mal ein bisschen mitwirken würdet mit mir, ja? Wenn ich diese Fragen stelle, einfach mal reinschmeißen und sagen, ja, weiß nicht, vielleicht könntest du mal das machen, aber natürlich muss die Voraussetzung sein, dass ich es besitze und falls es vielleicht etwas Älteres ist, dass es auch auf dem Emulator funktioniert, wenn es jetzt nicht gerade unbedingt der Wii-Emulator, GameCube-Emulator oder PlayStation-2-Emulator ist, ja. Versteht sich, denke ich mal, mehr oder weniger von selbst, weil mein Rechner ist ja, wir wissen ja, nicht so wirklich der Beste, ja. Ja. So. Ja, dass ihr da auch mal Bescheid wisst. Ihr könnt euch gerne mit einbinden, immer wieder. Ich kann es nicht oft genug sagen, ja. Ich finde das schon echt ein bisschen scheiße, dass ich, ja. So, zack. So, dann sieht man das ja auch wieder. Ich finde das halt immer scheiße, wisst ihr. Ich will mich mit euch verbinden, sag ich mal, und ich bekomme nur entweder keine Antworten oder nur Scheiße zu hören, ja. Das kotzt mich halt ein bisschen an. Und deswegen würde ich es echt begrüßen, das ist jetzt sozusagen jetzt nochmal eine schöne Aufgabe für euch jetzt. Ja, weil mir fällt ehrlich gesagt wirklich nicht mehr ein, was ich streamen könnte. Ich meine, ich habe vieles, was ich noch nicht gestreamt habe. Aber woher soll ich wissen, ob euch das gefällt? Das kann ich doch nicht wissen, das kann ich doch nicht riechen, ja. Weil ohne Kommunikation funktioniert das nicht, ja. Deswegen ist jetzt die Aufgabe für euch, einfach mal in die Kommentare, in diesem Video Kommentare reinhauen. Ein Spiel oder sagen wir mal, jeder empfiehlt drei Spiele, ja, die ich machen könnte, ja, und dann entscheide ich so mit ein, zwei Kollegen, was ich so mache, ja, was ich mir dann davon aussuche, weil das sollte jetzt, das ist zum Beispiel ersatzweise für The Last Story, weil The Last Story funktioniert leider bei mir nicht, ja, auf dem Emulator nicht, weil das schockt so stark und das will ich euch nicht antun, ja, ja, wie gesagt, ich würde mich, wie gesagt, freuen, dass wir mal ein bisschen mehr interagieren. Dass meine Community versucht, mit mir mehr zu interagieren. Ja, das ist. Ja. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nicht viel, nicht viel. Also, den Link habe ich jetzt hier reingesetzt. Ihr könnt jetzt, wie gesagt, auf Twitch vorbeikommen. Ah ja, was ich auch noch sagen muss. Ich Facebook hier gerade sehe. Ich erwähne es immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Und immer wieder. Ja, wenn ihr aktuell bleiben wollt,
Ich kann nicht ständig ein Video machen wie jetzt gerade. Ja, dann und dann streame ich. Ja, und dann streame ich. Und dann mache ich das. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ja, so habe ich das nicht geplant. Weil wozu habe ich dann hier solche Seiten wie Facebook, ja? Dann sind die Seiten völlig überflüssig, ja? Deswegen sage ich, Leute, geht hier auf die Seite. Die ist so easy peasy zu finden, ja? Man gibt hier oben... Ja, pass auf. Nur euch zuliebe mache ich das jetzt mal, ja? Gebe ich einfach mal Megax LP ein. Oben eingegeben und das wird sofort oben als allererstes angezeigt, ja? Und andere Ergebnisse werden dann auch noch geladen. Und ihr seht, mein Titelbild, mein Profilbild ist nicht zu übersehen. Das kann man nicht übersehen, das kann man auch nicht verwechseln. Genauso wie meine Community-Gruppe, Gruppenseite hier, die kann man nicht übersehen. Ja, das ist auch meine. Ja? Tut euch damit einfach mal ein bisschen verbünden. Tut auf Gefällt mir drücken oder abonnieren, was auch immer dazu notwendig ist, dass ihr benachrichtigt werdet, dass zum Beispiel wann dann und dann der nächste Stream kommt, ja? Oder zumindest vorhabe. Manchmal klappt es halt nicht immer so, wie ich mir das denke, aber ihr wisst, wie ich es meine, ja? Macht das einfach mal, ja? Ich würde es auf jeden Fall begrüßen. Ich meine, jetzt habe ich schon 15 Gefällt mir Dinger, ja? Aber wie viele Leuten ich das schon gesagt habe, also gefühlt habe ich das bestimmt schon 40 Leuten gesagt und seht euch das an. Die 10 Leute, die davor drin waren, die waren vorher schon drin, ja? Oder 11 Leute. Denn die Neuzugänge sind, glaube ich, Flori, Matze, der Rest fällt mir jetzt gerade nicht ein, ja? Das ist jetzt auch nochmal so eine Ansage, ja? An euch. So, wie gesagt, das war's jetzt eigentlich. Mehr gibt's jetzt eigentlich nicht zu sagen, ja? Wie gesagt, ich bin jetzt erstmal ab heute. Doch, ich schaffe es eigentlich. Ich habe eigentlich so gut wie alles eingestellt. Den Rest kann ich nachrangig immer noch einstellen. Ab heute bin ich sozusagen erstmal auf Twitch wieder. Was heißt wieder? Oh Gott, mein Deutsch, ey. Bin ich auf Twitch, ja. Für eine ganze Woche, also von Freitag zum nächsten Freitag. Das heißt, der nächste Freitag, einschließlich der nächste Freitag, ja. So, nur um da zu analysieren, was sich mehr rentiert für mich, ja. Und wie gesagt, natürlich tue ich die Streams dann aufzeichnen und werde es auf YouTube hochladen. So ist es nicht. Aber ich werde die dann nicht stückeln, weil das ist mir zu viel Arbeit. Die immer zu stückeln und dann hochzuladen. Und das dauert nämlich ewig. Ich meine, gut, wenn ich das in einem Video mache, das dauert auch ewig, aber dann ist es ein Video. Dann habe ich weniger Arbeit. Weil warum muss ich mir mal Arbeit machen, wenn es mit einfacher Arbeit hochgetan ist, ja? Sag ich mal. Für den Anfang jedenfalls. Für den Anfang. Ich meine, ich habe nicht so eine Reichweite, wo das noch notwendig ist. Bessern kann ich mich ja danach immer noch, wisst ihr? So ist es ja nicht. Und es ist ja nicht, dass ich nicht willig bin, mich zu bessern, ja? Aber ich sag mal, ich will nicht irgendwo Arbeit reinstecken, wo es sich am Ende nicht lohnt, ja? So. Ja. Das war's dann eigentlich erstmal von meiner Seite, ja? Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch das jetzt bis zum Ende angetan habt. Ja, ich werde auf jeden Fall noch in der Beschreibung reinschreiben, dass ihr euch das auch wirklich bis zum Ende angucken solltet, weil das bringt nichts, wenn ihr nur jetzt einen Teil anguckt und dann irgendwas rumtextet. Das bringt nichts. Ja? Nachher kommt dann noch irgendwas im Video zustande, was ihr dann in, dass ihr irgendwas kommentiert und am Ende erklärt sich das schon allein im Text meines Videos schon. Ja, ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn euch dieses Infovideo gefallen hat und euch geholfen hat oder euch ein bisschen angeregt hat zum Nachdenken, sage ich mal, ja, gebt denen auf jeden Fall einen Daumen nach oben, ja, und auf jeden Fall kommentieren, ja. Also Fazit unterm Strich nochmal, wenn ihr irgendeine Empfehlung habt, irgendeinen Vorschlag, was ich spielen könnte, drei Spiele könnt ihr euch aussuchen, drei Spiele, ja, Konsole ist erstmal egal. Xbox habe ich nicht, das ist dann schon mal klar. Also Only-Titel von Xbox kann ich schon mal nicht machen, das ist schon mal klar. Ich habe die Switch vorhanden, ich habe PlayStation 4 vorhanden, ich habe die PlayStation 2 vorhanden, ansonsten Emulator, falls ich das Spiel nicht besitze. Ein Haufen Emulatoren, Super Nintendo, DS habe ich, doch Game Boy Advance habe ich. Ja, im Wii-Emulator habe ich, das geht auch. Diverse PC-Spiele gehen auch, wenn sie nicht unbedingt eine krasse Anforderung haben. Ja. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, in welcher Reichweite ihr da suchen könnt. Vorschläge sind immer gern gesehen, also wie gesagt, drei Vorschläge an Spielen pro Person. Ja. Ab in die Kommentare damit.
Und wie gesagt, Leute, für die Leute, die mich nicht mehr aktiv schauen, weil sie einfach keine Zeit mehr dafür haben, deabonniert mich bitte. Ja, und ja. Wie gesagt, es ist nicht böse gemeint, ich will euch nicht verjagen oder sonst was, sondern einfach nur, um die Statistik relativ aktuell zu halten zu können, weißt du? Weil, ich meine, Leute, die ich nicht gucke, die deabonniere ich doch auch, ja. Das ist einfach nur, vernünftig, sag ich mal, ja. Gut, ja, das war's jetzt. Ich habe jetzt 20 Minuten rumgelabert, mein Kehlkopf, der springt schon, macht schon Sprünge, sag ich mal. Und ja, ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen zum Nachdenken angeregt und ja, sehen wir uns auf jeden Fall heute im nächsten Stream. Heute werde ich mal ganz großzügig sein, werde ich heute mal 2 Streams machen, so gegen 16 Uhr ungefähr. Ungefähr, ja, sag ich mal. Pi mal Daumen, ungefähr eine halbe Stunde plus minus, ja. Wie gesagt, hier auf Twitch, nicht auf YouTube, auf Twitch, ja. Nicht, dass hier jetzt irgendwas verwechselt wird. Ab heute, wie gesagt, ist Twitch-Time. Bis nächsten Freitag, einschließlich Freitag, ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, beziehungsweise sehen wir uns im Stream wieder. Ich hoffe, einige werden dabei sein. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.